Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder Auktion, Koi-Beschreibung. 579. Wie viele Koi? 40. Wie viele Männer, so wie wir zwei? Alle. Und wie viele richtige Männer? Alle. So, ja, Makoto, wie in der letzten Saison auch, hat seine männlichen Ersatzelterntiere aussortiert. Warum macht er das im Frühjahr? Ganz einfach, im Sommer sind sie in der Aufzucht. Dann kommt der Stopp, was Wachstum angeht, so Ende September, Anfang Oktober. Und dann, Koi entwickeln sich ja nicht nur im Wachstum. Gewisse Dinge entwickeln sich im Wachstum, Farben entwickeln sich im Wachstum besser als anderes. Dann aber auch wieder während dem Wachstumsstopp gibt es wieder Merkmale, die sich dann stärker implizit entwickeln. Und von daher muss er dann abwarten. Aber so ab Januar, Februar sieht man dann, wo sind die, wo wirklich das Potenzial haben, nachher als Elterntiere zu gehen und welche kann man ganz normal in Verkauf geben. Eins ist sicher, jeder Koi, der irgendwann mal ein potenzielles Ersatzelterntier war, überzeugt durch Qualität und in aller Regel auch durch Körper, außer es geht um irgendwas, wo man, so wie Tim es in der letzten Woche richtig gesagt hat, dass es nur um den Erhalt der Blutlinie geht, dann sieht man auch über Fehler hinweg. 48 cm Karashi Kohaku, soweit es heißt. Ja, genau. Und für einen Karashi Kohaku brutal, dunkles Rot, sensationeller Körperzeichnung, etwas zu schwer. Es ist ein Madoaki, weil hier schließt gerade das Rot ab. Also das ist ein weißes Fenster mit Tobihi, das macht es vielleicht wieder besonders. Tobihi Madoaki wird sehr groß und hat eine tolle Qualität. Aber auch hier, man sieht, vielleicht auch im Video, oder ein bisschen schwieriger, hier ist weiß, also die Zeichnung wird in dem Bereich, wenn der Volumen die geht, auch nochmal deutlich leichter. Akuchi Bene ist es auch noch. So, dann haben wir nochmal einen Karashi Kohaku mit 49 cm. So, auch hier sehen wir, der einzige Makel ist in der Zeichnung zu finden, die ist hier etwas Sabishi, einsam, aber hinten am Odome hat er noch einen Punkt, hätte er den nicht, wäre jetzt nicht hier in der Auktion. Geiler Körper, ja, also auch für einen Mann, Wachstum kann an 80 cm heranreichen. Geile Farbqualität, alles easy peasy. So, der dritte ist ein Karashi Kuromo mit 47 cm. Im ersten Moment haben wir auch gedacht, ist ein Karashi Kohaku. Dann haben wir Makoto angerufen, dann hat er gesagt, nein, das, wenn Sie das Bild, aber vielleicht ist die Auflösung zu gering. Man sieht ganz leicht, wie sich das Kuchakuhan in den Schuppen entwickelt. Die Qualität, eine Sensation. Die Zeichnung, ja, etwas zu schwer, aber spielt keine Rolle, weil der Goromo lebt ja am Schluss nicht von der rot-weißen Zeichnung, sondern wie genial ist das Goromo-Han in der Schuppe. Und je langsamer sich das entwickelt und wenn es sich dann vor allem lang entwickelt, desto besser ist in der Regel das Endergebnis. Dieses Jahr wird es übrigens viele Jumbo-Tosai-Goromo auch geben. Wir haben schon die ersten 10 Zwölfer hier, die sind so süß. Sieht richtig cool aus. So, dann haben wir noch einen Jirin Karashi Kohaku mit 41 cm. Einfach ein geiler Koi. Wenn hier die Seite heller ist als da, das war jetzt eine Herausforderung. Makoto hat die Bilder fotografiert. Da ist ein Blitz, die modernen Nikon-Blitze haben da echt ein Problem mit der Einstellung. Die leiern oben ein bisschen. Früher waren sie made in Japan, da gab es das nicht. Ohne Witz, plötzlich sind die Dinger made in China. Seither haben die das. Das ist einfach ein geiler Koi. Als Weibchen unbezahlbar. Als Männchen hier im Auktionshaus einfach steigern, sich freuen, 75, 80 cm möglich. So, dann haben wir einen Sanke, 41 cm. Toll. Die Sanke mit dem besten Schwarz haben häufig Sumi auf den Kiemendeckeln und Techima. Und die Zeichnung ist geil. Hinten ein bisschen zu schwer, gebe ich zu. Alles andere ist perfekt. Katasumi, Tsubosumi, ein bisschen Kasane-Sumi, schöne rote Zeichnung. Einfach toller Sanke. Ich schätze ihn auf 75 cm. So, nächster Sanke hat 42 cm. Auch klassische Zeichnung. Sehr, sehr geiles Katasumi-Element. Auch wieder Techima. Sehr hohe Schwarzqualität, sehr hohe Rotqualität, sehr geiler Körper. Ja, als Weibchen definitiv Kashira Mawari. So, dann haben wir nochmal einen Sanke, ein bisschen leichter gezeichnet und hat 45 cm. Hat im Vergleich zu den anderen eine andere Sumi-Qualität. Man spricht beim Sanke nicht von Backe-Sumi, aber das ist so in die Richtung. Man sieht, es kommt so staubartig und entwickelt sich dann durch. Vorne fehlt noch ein bisschen Schwarz. Man sieht hier ganz leicht, dass sich was entwickeln könnte. Muss nicht sein, kann aber sein. Ansonsten Qualität, top Körper, auch top und rote Zeichnung für einen Sanke, auch sehr hübsch. So, dann den Rinsanke, 36 cm.
bisschen klein, später geboren, gar kein Problem. Rote Zeichnung etwas zu klein, dafür lebt er von einer sensationellen schwarzen Zeichnung und von einer sensationellen Schwarzqualität, die Rotqualität übrigens auch, dieses Katasumi und dann überwiegend Tsubosumi, also schwarz auf weißer Haut und ein fantastisches Kinrin, tolle Körperform, 70 bis 75 cm. So, dann nochmal ein Kinrin Sandkern mit 38. Das ist schon eine Zeichnung, die sehr nahe an eine Show-like Zeichnung geht, also damit können Sie auf Ausstellungen gehen, wenn er mal fertig ist. Hier wieder Katasumi, wir sehen wieder schwarz auf dem Kiemendeckel, sehen sehr dunkles, aber auch wenn Sie genau schauen, mit so ein bisschen so ein Tint of Blue, das ist ein sogenanntes Aosumi, das ist das Schwarz, was bei Sanki gesucht ist, ein Blauschwarz. Ja, und ansonsten braucht der Fisch. Der braucht keine weitere Erklärung, der Fisch. So, dann haben wir einen Tanshu Sanke auf Kinrin mit 38. Auch wieder gigantisches Schwarz. Schwarz auf dem Kiemendeckel, Tetschima. Die Zeichnung wirkt jetzt ein bisschen schwer. Lassen Sie ihn wachsen, lassen Sie ihn größer werden, dann wirkt sie auch leichter. Das Tanshu, ein bisschen in den Körper reingerückt, aber über so Kleinigkeiten regen wir uns schon lange nicht mehr auf. Für das ungeübte Auge könnte man sagen, ist ein Tanshu Shoba, ist es nicht, ist definitiv ein Sanke. Tolle Rotqualität, man sieht auch die Kanten vom Tanshu nicht eingerissen, also Sie brauchen keine Angst haben, dass er das Tanshu verliert, zumindest nicht in der, während der Garantiezeit. So, dann haben wir nochmal einen Kinrin Tanshu Sanke mit 38 cm. So, perfekt wäre jetzt die Zeichnung, wenn wir noch einen Katasumi hätten, ja, hat er nicht, braucht er aber auch nicht, diese Schildkrötenpanzer ähnliche Zeichnung da hinten ist geil, auch wieder Tetschima, sehr geile Schwarzqualität, Rotqualität, auch sehr sicheres Rot, schönes Skinrin und auch 75 cm sollten möglich sein. Wie groß war der? 38. Ah, dann wird er nur 74. So, dann haben wir einen Shiro Beko, ein Geschwister, 43 cm. Nee, genau. Nicht kein Geschwister von den Skinrin, aber von den normalen Sanke. Wir wissen, was so. Tim meint. Auch wieder blauschwarz, sehr, 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 sehr geile Zeichnung. Also als Weibchen auch definitiv Tategoi. Man hat früher, abfällig zu den Shirobeko, hat man gerne Schweinskopf gesagt. Übrigens, der Shirobeko und auch der Akabeko ist die einzige Varietät, oder sind die einzigen Varietäten, die ich kenne, die nicht, also die eine eigene Koi-Familie haben, die aber nicht gezielt gezüchtet werden. Ja? Ist nur ein Nebenprodukt der Sanke-Produktion. Kibeko habe ich genau zweimal gesehen. Tim hat sie auch gesehen. Wo? Auf Miyajima. Genau. Auf Miyajima müssen wir irgendwann mal filmen. Auf dem Weg hoch zum Misenyama kommt die letzte Verpflegungsstation, ist vorne ein kleiner Koi-Teich, nur so tief. Ja? Und da sind 20, 30 Koi drin und da schwimmen zwei astreine Kibeko. Ja? Ja, nur Nebenprodukt und der gelbe Kopf, er wird, da es ein Männchen ist, nie perlweiß. So ehrlich müssen wir sein, aber ich denke, die Körperzeichnung, die ist so geil, dass man darüber hinwegsehen kann, hinwegsehen muss, aus Liebe zu diesem Koi. Wachstumspotenzial 75. So, dann haben wir den ersten Showa mit 43 cm. Wenn ich die Bilder von Makoto so durchklicke oder so mal so durch, wie sagt man das, swipe, und dann bleibt man immer an manchen Fischen stehen und an dem bin ich stehen geblieben, sofort, weil er eine geile Zeichnung, geile Qualität, geiler Körper hat und auch so der typische Koi, wenn Weibchen, also das typische Männchen, das, wenn Weibchen sehr hoch dotiert wäre, das, was Tim vorher gesagt hat, die weißen Elemente kommen erst noch nach oben und ansonsten schauen Sie so Linien hier, das Schwarz, das Tsubosumi geht nicht ganz ans Rot ran, sondern lässt immer die weiße Linie auch hier, hier. Unser Lehrmeister Joji Konishi ist da Weltmeister drin. Dem schmeißen sie irgendeinen Fisch in die Wanne und er zeigt ihnen Sachen, die haben sie noch nie gesehen. Und nachher gucken sie den Fisch an und sehen nur noch das, so wie es ihnen jetzt mit dem geht. Wenn man den mal direkt nebeneinander sieht, ohne das Weiß, ist eine ganz andere Wirkung. So, machen sie das Weiß hier weg, kopieren sich das Bild raus, rein in Photoshop, schwarze Linie drüber, hat nicht mehr den Effekt. Und das ist einfach ein mega geiler Tategoi. I like it. Ich auch. So, nächster Show war 44 cm. Bei dem bin ich ausstehen geblieben und da war es aber mehr, muss ich sagen, die Kopfzeichnung. Einmal Menware, Hachiware, die Kopfteilung und dann hier dieses puzzelähnliche Rot, voll geil. Auch Körper ist super. Die Qualität vom Vorangegangenen und er ähnlich, ist eine andere Qualität, auch eine andere Schwarzqualität.
Sie wollen ja immer ein bisschen was lernen. Hier haben wir ein Blau-Schwarz. Schauen Sie das an. Ja? Und wir haben kein Schwarz auf dem vordersten Strahl der Brustflosse. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zum anderen. Und er hat Schwarz auf dem vorderen Strahl und das ist ein Schwarz-Schwarz. Ja? Also es ist beides, also man kann es nicht 100% sagen vom Bild, es ist beides normales Sumi, kein Backe-Sumi, ja? Aber von unterschiedlicher Qualität. Ja, und das ist auch ein super Tategoi. Bei ihm war der Nachteil, warum er rausgegangen ist, dass die vorderen Strahlen in der Brustflosse etwas verkürzt sind, kann ihm völlig egal sein. Der Fisch ist dadurch in seinen Schwimmfähigkeiten, Eigenschaften nicht beeinträchtigt. Auch sehr schönes Element hinten. Am Osutsu Odome haben wir Rot, Weiß und Schwarz. So, der nächste Schuh war 45 cm. Gehen wir mal zurück zum vorangegangenen. Schauen Sie die Brustflossen an. Die Brustflossen sind transparent, spiegeln komplett den Untergrund wieder. Und hier sehen wir diesen halbtransparent. Also der kommt nicht aus dem Showa, der kommt aus dem Kinshowa. Das ist ein zu 90% nicht metallicfarbener Kinshowa. Ja? Ansonsten, die Schwarzqualität ist nochmal eine andere, wie bei den vorangegangenen, ein bisschen niedriger. Er ist eigentlich ein Kawari-Showa, ein Unique-Showa, durch den komplett schwarzen Kopf. Das ist jetzt nicht das, was gesucht wird und das wäre jetzt auch nicht das, was auf Ausstellung gewinnt, aber trotzdem finde ich ihn insgesamt einen smarten Koi und irgendwie auch interessant. Mit einem besonderen Ausdruck. Genau. So, dann haben wir nochmal einen Showa mit 51 cm. Der klassische Tategoi könnte man auch als He-Showa bezeichnen, weil er einfach eine extrem große rote Zeichnung hat, die Qualität ist super und das Schwarz wird sich auch noch weiterentwickeln. Man sieht hier schon, wie das Schwarz, wie so die Tusche vom Pinsel tropft und hier jetzt langsam die Menware Hachiwari Kopfzeichnung macht. Einfach ein toller, aber heute noch unspektakulärer Tategoi, aber erinnern Sie sich immer an unsere Worte, die besten Jumbo-Koi kommen in der Regel aus unspektakulären ein- und zweijährigen Tategoi. So, dann haben wir einen Hyotsuri. Bleiben wahrscheinlich in den Outlets hier immer die jetzt optisch Topfische bleiben. Nee, wollen wir nicht. Jeder träumt von einem Hyotsuri-Weibchen wie diesem. Ja? Das ist halt jetzt ein Männchen, aber kaum bis gar kein Chamisumi, also störende Dishimi, wie man sie beim Hyotsuri nennt. Kopf ist ein bisschen zu schwarz, aber er ist wirklich schwarz und er ist wirklich rot und er ist wirklich geil. 75, 80 cm. Im schlechten Fall, im guten Fall 90. Dann haben wir glauben gar nicht, die Männchen können auch so groß werden. Dann haben wir einen Ginrin-Showa mit 45. Einfach ein geiler Tategoi. Man sieht, hier kommt überall noch schwarz. Kopfzeichnung kommt, geiles Rot. Als Weibchen definitiv Kashira Mawari. 75 bis 80 cm. So, dann haben wir den ersten Shusui, 45 cm. In der ersten Ladung, die Makoto fotografiert hatte, waren keine Shusui dabei. Und das ist einfach geil, geil von der Rückgratbeschuppung, vom Rot, vom Spiegelbildlichen. Die Kopfzeichnung, sein das Jakko kommt noch, Kopf ist ein bisschen gelb, wird so bleiben. Und das ist ja ein Riesenbild. Der wird auch 75, 80 cm. So, der nächste hat 47 cm. Und das ist auch ein Koi, an dem ich erstmal stehen geblieben bin, als ich das erste Mal so durchgeswiped bin, weil ich dieses Zeichnungselement echt geil finde. Erinnert mich an mein erstes Schaukelpferd. Und ja, das sind manchmal, ich stehe so auf außergewöhnliche Zeichnungen und die Qualität ist super, Körper ist super, Wachstumspotenzial auch 75, 80 cm. So, der erste Kuchaku, 49 cm. Der erste, ja genau, erste Kuchaku. Ich habe mal zu Makoto gesagt, Hagi-chan, das heißt Glatzkopf, ne? Glatzköpfchen. Dann sagte er, mag Kuchaku, die wenig bis gar kein Rot am Kopf haben. Es war nicht das, was auf Ausstellung gesucht ist, da ist dann schon mehr die Kohaku-Like-Zeichnung gesucht. Aber er sagt, das Metallicfarbene von dem Kuchaku, die wirkliche Hautqualität, kommt nirgends so zur Geltung wie am Kopf und darum findet er bei auch hochwertigen Kuchaku, findet er es gar nicht schlimm, wenn die weiß sind. Wenn man dann noch einen Körper hat, wo er dann Beni Kuchaku ist und so eine geile Zeichnung hat. Also ich glaube, so wie ich Makoto kenne, als Weibchen hätte er ihn weiter großgezogen. So, der zweite hat 50 cm. Das gibt es ab und zu mal, dass das Schwarz partial irgendwie überschüssig ist und sich nicht wunschgemäß entwickelt. Das ist hier der Fall. Ansonsten haben wir hier eine Top
das ist jetzt unscharf. Eine Top-Qualität, die wir am Kopf sehen, Metallic ist super. Ein bisschen so dunkles Brustflossen, das ist aber egal. Und sonst eine tolle Zeichnung, tolle Qualität. Mamme auch, Alters entsprechend von der Entwicklung ausreichend. Also wirklich spitzenmäßig. So, der nächste Kutschakow hat 51. Auch hier die Mamme, noch nicht so weit entwickelt, überhaupt nicht schlimm. Das wird noch. Qualität ist super, durch das, dass die männlich sind, sind sie ein bisschen gelblicher in der Haut wie die Weibchen. Ist aber nicht schlimm. Entweder es bleibt so, was auch immer noch völlig okay wäre, noch nicht störend, oder es kann auch bei den Männchen etwas weißer werden. Die Qualität ist... Da lacht es, Timmele. Der ist wirklich gigantisch. Super. So, 51 cm. So, geil. Auch Qualität, super. Entwicklungsstand, super. Metallic, super. Gibt's nichts. Und die ganzen Kutschakow-Männchen können 80, 85 ohne Probleme werden. Also Jahre alt. Nein, Zentimeter groß. So, dann haben wir den ersten Kindschober mit 43 cm. Also alle Kindschober dieser Qualität, das ist, ich bin ja da, oder wir sind da mit Makoto ein bisschen nicht im Clinch, aber dass wir sagen, die sind halt nicht so gefragt, lalalala. Und wir haben es in der vorangegangenen Auktionsbeschreibung schon gesagt, dass man da ja auch in die hellen, orangenen und die dunkelroten unterscheidet bei den Kindschober. Und wenn die so sind, im Prinzip ein dunkler, kräftiger Schober als Metallicfarben, hat man jetzt in der letzten Auktion auch gesehen, dann haben Sie als Auktionsteilnehmer da auch wenig Stress mit und haben auch Spaß an solchen Koi. Nur die zweite Qualität ist eben nicht so, was man sucht. Und das ist halt einfach erste Qualität. Und die können auch alle auf 75, 80 wachsen. Nächster. So, der nächste hat 45 cm. Ein bisschen zu kleine rote Zeichnung, aber Qualität wieder spitzenmäßig. Der Schwarz kommt auch noch. Und auch hier gilt kein Schwarz auf den Brustflossen vorne. Ist besser als Schwarz auf dem vorderen Brustflossenstrahl. So, der dritte hat auch 45. Auch hier, da ist jetzt ein bisschen Schwarz auf dem Flossenstrahl. Das ist mehr so der Kakizumi-Typ. Kriegt wahrscheinlich auch so eine männbare Kopfzeichnung. Rotqualität, Spitze, Körper auch sehr gut. So, der letzte Kindschuh war normal 48 cm. Auch, man stelle sich vor, es wäre ein normaler Schuh, wäre der echt absolut geil. Und auch hier bilde gerade noch so die Kopfzeichnung aus. Aber am Körper, hinten Schwanzansatz gut, Qualität erstklassig. Und dann haben wir noch einen Tanjo-Kinshower mit 43 cm. Das Tanjo ist ja rund, wenn ich es malen würde, wird es auch nicht viel runder. Ja, die Haut ist ein bisschen gelb, ist einfach, man wird auch gelber bleiben als bei Weibchen, ansonsten sehr gutes Schwarz. Und ein Körper, der auch 70, 75 wird er packen. So, dann haben wir noch einen Kinkyo-Zuge mit 48 cm. Ja, auch hier, das Schwarz muss sich noch entwickeln und wird man dann sehen, Qualität ist sehr gut und Wachstumspotenzial auch so 75. Dann haben wir noch einen Deutz Orange Ogon mit Karaschiblut, 40 cm. Also das Metallicfarben ist brutal bei dem. Also wenn man hier in dem Bereich, schaut, das ist wirklich Wahnsinn. Die Rückgratbeschuppung ist gut, Wachstumspotenzial bei 75 und die Brustflossen könnten sogar noch komplett orange werden. So, dann haben wir den ersten Karashi Ojiba mit 50 cm. Also die ganzen Karashi Ojiba werden wahrscheinlich über 80 gehen. Und auch hier als Weibchen jetzt sicherlich nicht im Auktionshaus. Wir haben, glaube ich, wieder wie letzte Woche einige. Gehen wir mal zum nächsten. So, 50 cm? Ah, nee, diese Woche sind sie alle so mehr im Rotton. Letzte Woche hatten wir ja alle Farbtöne. Auch mega geil. Ja, hier einseitig ein bisschen braun in der Flosse. Ist halt so, ist sicherlich ein Nachteil, aber kein gravierender. Und ansonsten einfach eine Mega-Zeichnung und spitzenmäßige Qualität und ein Körper, der eigentlich eher an ein Weibchen erinnert. So, nächster hat 50 cm. Der ist jetzt ein bisschen heller vom Ganzen, auch eine schöne Zeichnung, sehr guter Körper und Wachstumspotenzial deutlich über 80. So, auch 50? Auch hier als Weibchen, sicher, ganz sicher, jetzt noch Tategoi. Spitzenmäßige Zeichnung, Top-Qualität, bildet das Netzmuster, das Ami aus, was ja durch die Haut der Schuppentasche entsteht. Sehr hübsche Koi. So, dann nochmal einen mit 51. Auch hier schöne, abgestufte Zeichnung. Genau das, was heute von Ojiba gesucht wird, weil es wurde ja mehr und mehr Kohaku eingekreuzt, was dann die abgestuften Zeichnungen mit sich brachte. Die Qualität eher die traditionell gute Ojiba-Qualität.
und insgesamt ein toller Tadegoi mit dem Potenzial über 80. So, dann haben wir noch einen Dinnen Karashikoyo, 39. I like this one. Ja, also der wird A, riesig. Der eine ist kein Geschwister von ihm, aber wir haben da mal bei den 10-12 einen Koyo ausselektiert. Der ist jetzt, glaube ich, bei Maurice über 80 gewachsen. Und ja, war auch ein Männchen. Und ich sage, der kann sogar 90 oder 100 cm werden. Brutaler Körper. Und als ich den gesehen habe, als Ginrin, hat er mich sofort an den von Maurice erinnert. Und der wird wirklich völlig durch die Decke gehen. Ich habe ihn gerade zum ersten Mal gesehen. Ich habe genau das gleiche gedacht. Ja? Wirklich unfassbar. Nanashi mit 50 cm. Zeigt er schon gelb irgendwo? Ja, hier in den Augen ein bisschen. Also, wird entweder gelb oder orange, hat einen genialen Körper. Und wir haben dieses Jahr von der, also die weiblichen Geschwister, wie viele hier weiß angekommen sind und jetzt gelb geschoben haben, richtig geil. Einen haben wir in der Auktion verkaufen, Ginrin Nanashi allerdings. Und da waren letzte Besitzer hier, haben den angeschaut. Der hatte noch keine Körperzeichnung, der hat jetzt ein perfektes Kanoko. So, der vorletzte Karashi Yamabuki, 49 cm. Der metallicfarbene Glanz ist nicht so super. Ja. Er ist auch so der Kanoko-Typ, wo die Schuppenhaut, die Schuppentasche, also die Haut um die Schuppen weiß ist und die Schuppe selber gelb. Ich kann Ihnen das im Detail zeigen. Und auch der Kopf ist nicht 100% gefärbt. Trotzdem, dank seines Karashi-Blutes, ein Koi, der über 80 cm wachsen kann, auch als männliches Geschlecht. Dann haben wir noch einen Karashi Karasugoi, 45 cm. If you like it, buy it. Eins kann man ihm wirklich attestieren, der ist wirklich schwarz. Ja? Allerdings, wenn Sie jetzt hierher kommen und wir den in einer hellen blauen Wanne präsentieren mit viel Licht, kann es auch sein, dass er nach 2 Minuten, manchmal passiert es, hellgrau ist und erst wieder schwarz wird, wenn er zu Ihnen in den dunklen Teich kommt. Also die haben da so ein bisschen den Chamäleon-Effekt. Die Tarnfähigkeit. Bitte? Die Tarnfähigkeit. Genau, wir nennen ihn Camouflage-Koi. kann riesengroß werden durchs Karashi-Blut. Machen Sie es gut. Wir freuen uns auf die nächste Auktion, aber jetzt machen wir erstmal die. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao.